Domains sind eine der wichtigsten Grundlagen, damit das Internet so ist, wie wir es eigentlich kennen. Denn was wäre ohne Domains? Wir müssten ständig die IP-Adressen von Servern in unsere Adresszeile einbinden und das könnte sich am Ende keiner merken und wir hätten wahrscheinlich kaum Klicks auf unserer Website. Eine eigene Domain, die ist also nicht nur ein guter Weg, die Website zu erreichen, sondern sie trägt auch die Marke nach außen und bleibt im Kopf, zumindest wenn sie richtig gewählt ist. In diesem Video, da möchte ich dir einmal zeigen, wie du eine Domain registrieren kannst, was für Domainarten es eigentlich gibt und worauf du unbedingt dabei achten solltest. Eine Domain, die ist nun ganz einfach gesagt eine für den Menschen verständliche Version, um auf eine Website, die auf einem Server liegt, zuzugreifen. Dabei wird zwischen dem Top-Level und dem Second-Level unterschieden. Die Top-Level-Domain ist der Teil, der nach dem Punkt kommt, also .de, .com, .org oder .gov, also die Domain-Endung. Second-Level, das ist der frei wählbare Teil, wo du beispielsweise deinen Unternehmensnamen, Tutorial Center, in meinem Fall, einfügen könntest. So setzt sich dann aus Tutorial Center und .tv die Domain zusammen. Auch bei der Domain-Endung kann man nochmal zwischen den zwei Varianten Country Code Top-Level Domain und generische Top-Level Domain unterscheiden. Die Country Code Domain, die wird von den jeweiligen Ländern verwaltet, wäre in unserem Fall .de bzw. im Sprachraum auch .ch und .at. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, länderungebundene Domains zu registrieren. Das sind dann die generischen, wie zum Beispiel .biz für Business, .tv für Fernsehsender oder .travel für Travel-Organisationen. Heute kann sich allerdings jede mögliche Domain registrieren. Die Preise unterscheiden sich dabei je nach Endung. Es gibt beliebte Endungen und es gibt weniger beliebte Endungen. In den meisten Fällen wird für dein Business die Länderdomain am meisten Sinn machen, und zwar von den Ländern, in denen du wirtschaftlich aktiv bist. In deinem Fall wahrscheinlich .de. Ein bisschen internationaler zu sehen für englische Websites ist dann beispielsweise die .com-Endung. Am Ende ist vor allem bei der Wahl der richtigen Domain der Anfang wichtig und dieser Anfang, der sollte vor allem einzigartig, klar verständlich und gut einprägsam sein. Denn wer deine Domain gut schreiben und in den Browser eingeben kann, der wird am Ende auch zu dir finden. Deswegen achte auf eine möglichst kurze Domain, die schnell im Kopf geht und vermeide wenn möglich Umlaute, da diese in Domains so oder so nicht dargestellt werden können. Hast du mehrere Worte, trenn sie am besten mit einem Bindestrich, ansonsten gibt es keine Möglichkeit, Leerzeichen in einer Domain zu haben. Vermeide am besten jegliche Sonderzeichen oder merkwürdige Konstruktionen. Am Ende muss jeder auf der Tastatur deine Domain möglichst leicht eingeben können. Das ist das Wichtigste. Um nun herauszufinden, ob eine Domain wirklich frei ist, kannst du am besten bei einem Domain-Registrar. Dieses Video wird unterstützt von Jimdo. Auch hier kannst du deine Domain ganz einfach registrieren und vor allem dazu auch deine Website bauen und ein Hosting ist inklusive. Das bedeutet, dass du dann auch einfach deine Mail-Server, deine Verschlüsselung oder auch deine Website hier mit hosten kannst. Es gibt auch andere Anbieter, aber Jimdo hier an der Stelle meine Empfehlung, besonders weil die Domain kostenlos in der ersten Vertragslaufzeit mit dabei ist. Ansonsten kosten Domains um die 1 Euro pro Monat, je nachdem welche Endung du nimmst. Es gibt aber auch deutlich teurere Domains und vor allem gibt es auch Domains, die schon von anderen zum Verkauf angeboten worden sind. Die wurden also registriert und die werden dann für teilweise sehr überhöhte Preise weitergegeben. Das nennt sich dann Domainhandel. Am besten schaust du nach einer Domain, wo für dich das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die zu deinem Business passt. Hier bei Jimdo klickst du erst auf den Link in der Beschreibung und dann auf Jetzt starten. Hier kannst du dann auswählen, ob du selbst deine Website coden möchtest oder einfach den Website-Baukasten verwenden möchtest. Jetzt wirst du hier durch den Website-Erstellungsprozess gelotst. Den habe ich dir allerdings bereits in einem separaten Video erstellt. Deswegen empfehle ich dir, einfach mal da reinzuschauen, denn dann erfährst du alle Grundlagen. Wir schauen jetzt einmal, wie es aussieht, wenn man bereits eine Website bei Jimdo erstellt hat. Und dafür gehst du hier ins Dashboard, wählst deine Website aus und hast dann die Möglichkeit, hier eine Domain zu sichern. Dafür könntest du hier einfach auf Jetzt sichern klicken. Hier gibt es dann verschiedene Vorschläge zu deinen Domains, indem ich hier einfach mal auf weitere Vorschläge geklickt habe. Und dann siehst du hier auch jeweils eine kurze Erklärung. So würde die .eu-Domain hier noch frei sein und Kunden in der gesamten Europäischen Union ansprechen. Die .biz-Endung wäre ebenfalls noch möglich. Und du siehst, es gehen auch gewisse lokale Domains, zum Beispiel von Deutschland, dann allerdings nur, wenn du die Domain noch erweiterst und länger machst. Und hier braucht es natürlich den richtigen Kompromiss. Auch hier kannst du noch mehr Kombinationen und Möglichkeiten anzeigen und auch eigene einfach mal ausprobieren. Wenn eine Domain bereits vergeben ist, wie tutorialcenter.de, dann funktioniert das Ganze nicht. Ist das allerdings deine Domain, dann kannst du sie auch zu Jimdo transferieren. Das geht dann mit einem Authentifizierungscode vom bisherigen Anbieter.
Wählen wir hier die tutorialcenter.eu Domain einmal aus. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du die Rechnungsadresse ausfüllst, aber vor allem auch sagst, wer der Domain-Inhaber ist. Und dieser Domain-Inhaber, der kann dann später ermittelt werden. Das heißt, über die Domain musst du wissen, dass danach deine Adressdaten darüber abrufbar sind. Wenn du allerdings bereits bei einem anderen Anbieter eine Domain registriert hast und diese nun auf deine Jimdo-Site verweisen soll, dann kannst du auch eine Domain-Weiterleitung einrichten. Hier könntest du sie dann einfach eingeben, auf Weiter klicken und dann müssten die DNS-Einstellungen der Domain beim anderen Anbieter geändert werden. Aber schauen wir uns mal an, was diese DNS-Einstellungen nun eigentlich genau sind. Dein Domain-Hosting-Anbieter, der hat in den meisten Fällen auch eine DNS-Verwaltung integriert. Diese DNS-Verwaltung, die sorgt dafür, dass unsere Domain dann auf den richtigen Server verweist. Bei Jimdo würde das Ganze hier automatisch verknüpft werden. Wenn wir allerdings ein eigenes Hosting, zum Beispiel mit einer WordPress-Seite haben, dann müssen wir hier die DNS-Einstellungen so konfigurieren, dass sowohl Anfragen an www. An Stern oder auch über den Mail-Server an die richtige IP-Adresse des Servers weitergeleitet werden. Zurück bei Jimdo wurde nun unsere Domain mittlerweile verbunden und verknüpft. Jetzt haben wir hier tutorialcenter.eu und über diese Domain erreichen wir jetzt auch schon unsere Website und es wird dann hier direkt weitergeleitet. Also fassen wir kurz zusammen, eine Domain zu registrieren ist nicht sonderlich schwierig und auch nicht super teuer. Wichtig ist nur, dass dein Name verfügbar ist und dass du dich für eine gute Top-Level-Domain, also eine gute Domain-Endung entscheidest. Das sind die wichtigsten Grundlagen. Danach kannst du dann über die DNS-Einstellungen deines Anbieters die Verknüpfung richtig machen oder du nutzt einen Dienst wie Jimdo, wo die Verknüpfung dann automatisch für dich gemacht wird. Ich hoffe, dieses Video konnte dir ein wenig weiterhelfen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Erstellen deiner eigenen Domain. Und ansonsten schau dir gerne jetzt nochmal das Video an, wie man eine eigene kostenlose Website mit Jimdo erstellt. Und den Link dazu, den findest du auch nochmal in der Beschreibung. Bis dahin, viel Erfolg!